Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum ethischen Hacken. Ja, was wir heute machen werden, braucht ein bisschen mehr Vorkenntnisse jetzt, aber, also Vorkenntnisse eigentlich nicht, aber ein bisschen mehr, ja, Feingefühl, sage ich jetzt mal, und ein bisschen mehr Mut, sich mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber ihr braucht da keine Angst haben, es wird nicht so allzu schwer. Gut, zunächst einmal, wie immer, der Disclaimer: Ihr dürft es nur an euren eigenen Sachen machen. Ich ermutige euch nicht dazu, das an irgendwelchen fremden Gegenständen auszuprobieren. Bitte hackt euch nur selber. Alles andere ist illegal und ich ermutige euch nicht dazu. Und ich mache das hier nur, damit ihr lernt, wie das Ganze theoretisch funktioniert und dann eventuell für die Sicherheit von anderen Leuten auf deren Wunsch hin sorgen könnt. So, wäre das geklärt. Was wir heute brauchen, ist wieder mal wie immer einen USB, einen Wireless LAN-USB-Adapter und Kali Linux in der VBox oder direkt installiert, ist egal eigentlich. So. Und ja, wir werden heute jetzt erstmal den USB-Stick logischerweise verbinden und wir werden einen Evil Twin erstellen. Das bedeutet, ein Evil Twin ist sozusagen ein weiteres Netzwerk, sozusagen wie der Router, nur er tut so, als wäre er der Router. Und der Router wird dann sozusagen angegriffen und es werden Signale gesendet, dass ihr oder dass alle Clients, die mit dem Router verbunden sind, automatisch rausgeschmissen werden und dann verbinden sie sich mit euch, wenn ihr näher dran seid und die bessere Signalstärke habt. Das ist das Ziel. Ich hoffe, ihr habt es so schnell verstanden. Die Theorie gibt es oder wird es geben auf meinem Kanal in näherer Zukunft. Und ja, alles klar, dann fangen wir an. Wie gesagt, wir nutzen Kali Linux und ja. Gut, als erstes brauchen wir ein Terminal, wie immer. Und wir brauchen ein neues Tool, das nennt sich Bridge Utils. Also machen wir das einfach mal. Das gibt es tatsächlich im Repo. Also brauchen wir nicht viel machen, außer apt-get install bridge minus, ah genau, da ist es doch schon, minus utils. So, ich habe das natürlich schon installiert, das heißt, bei euch wird es ein bisschen länger dauern. Einfach installieren, bla bla bla, ist keine große Sache. Dann nutzen wir logischerweise wieder die rmon, r bla bla bla. Also R und so weiter und so fort. Und schauen erstmal logischerweise nach, ob unser USB überhaupt verbunden ist. Das bedeutet, ja, hier ist unser WLAN-USB-Stick, den ich gerade hier unten verbunden habe, der hier. Und er ist immer noch im Managed Mode, was wir nicht brauchen. Wir wollen den Monitor Mode wie immer haben. Und falls euch das wie immer stört, schaut einfach auf meinem Kanal nach. Ich sage das eigentlich jedes Video, dass wir den in den in den Monitor Mode versetzen müssen. Das ist eigentlich auch immer dasselbe, so langsam. Müsstet ihr fast auswendig wissen, wie das funktioniert. Wir sagen Check, Kill. Wir töten alle Prozesse, die irgendwie behindern, dass er in den Monitor-Mode kommt. Wir sagen rmon minus ng start und dann der Name hier WLAN 0. Das heißt, wir versetzen den USB-Stick in Monitor-Mode und warten kurz, bis es passiert ist. So, und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir so dringend brauchen. Wenn wir jetzt nochmal iw-config angucken, dann sehen wir, hier ist jetzt kein WLAN 0 mehr, sondern ein WLAN 0 mon und zwar im Monitor-Mode. Okay, ja, was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes: Wir wollen ein neues Netzwerk erstellen, das so aussieht wie eins, das wir halt klonen wollen. Also wir nehmen mal wieder mein Netzwerk, mein WLAN ohne ELAN und das finden wir raus, indem wir sagen aero dump minus ng und dann WLAN 0 mon. Das hier ist der Name, der hier steht. Und dann suchen wir einfach mal und suchen und suchen und suchen. So, da haben wir es. Jetzt brechen wir das Ganze wieder ab. Mit Steuerung C übrigens. Und jetzt wollen wir dieses WLAN hier fälschen. So, ich schalte bei mir allerdings das WLAN aus, denn es ist illegal, die Signalstärke so künstlich hochzudrehen. Das heißt, die Leute verbinden sich ja automatisch. Also es geht darum, wenn ich jetzt dieses Netzwerk kreiert habe, dann gibt es zwei Netzwerke davon, nämlich einmal das WLAN ohne ELAN, das echte, und das andere ist das gefakte WLAN ohne ELAN, das heißt das, was wir jetzt aufsetzen werden. So, und das gefakte WLAN ohne ELAN, das ist logischerweise ein bisschen schwächer, wenn mein USB-Stick nicht so stark ist und da die physisch einfach sehr, sehr nah zusammenstehen und ich meinen riesigen Computer nicht irgendwo anders hintragen kann, werde ich jetzt einfach mein WLAN abschalten
und also tun, als gäbe es nur das Gefakte. Das heißt, mein Client ist sozusagen immer automatisch damit verbunden. Das ist viel einfacher für mich jetzt, das zu demonstrieren, und geht auch ein bisschen schneller. Ansonsten müsst ihr tatsächlich eure Signalstärke verbessern. Dadurch braucht ihr einen stärkeren Adapter oder sowas. Und dann müsst ihr physisch näher am Empfängergerät dran sein, also am Client, der sich dann damit verbindet, als dessen Router. Das heißt, ihr müsst wirklich sehr, sehr nah dran sein. Und ja, manchmal funktioniert es nicht so gut. Manchmal reicht es auch, wenn man ein bisschen angreift, also ein bisschen ihn rauskickt, aber das zeige ich euch noch, wie das funktioniert. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen einen Evil Twin erstellen. Und das tun wir, indem wir sagen, rbase-ng, Tab vervollständigt übrigens, für die, die es nicht wissen, minus a. So, und hier können wir jetzt die MAC-Adresse angeben, die wir fälschen wollen, also die hier. Genau, so. Ups. Und danach kommt die ESSID, die müsst ihr auch angeben. ESSID, so. WLAN ohne ELAN. Da wir Leerzeichen in unserem Pass, in unserem Namen haben, müssen hier jeweils Backslashes vor das Leerzeichen, sonst wird das nichts. Und dann brauchen wir den Channel. Der Channel ist hier 1. Und dann brauchen wir noch den Namen davon. Also den Namen von dem Teil, wo wir benutzen, also unseren WLAN 0 Mon, also unser USB-Stick sozusagen. Gut, starten wir das Ganze, und jetzt haben wir den Evil Twin schon gestartet. Das Problem ist, dass wir jetzt noch nicht die Möglichkeit haben, also ab jetzt könnte schon jeder hier drauf versuchen zu verbinden, aber es würde nicht richtig funktionieren, weil wir kein Internet zur Verfügung stellen. Das heißt, jeder würde es sofort merken, und wie wir sehen, oh, da hat sich schon jemand eingeloggt. Ich glaube, das war mein Tablet. Ja, aber das bringt uns natürlich nichts, weil wir noch nichts haben damit. Also wir haben noch kein Internet zur Verfügung gestellt, sprich der Client würde sofort wieder rausgehen, weil er merkt, oh, da stimmt was nicht. Genau, was ihr übrigens auch lernen sollt jetzt bei diesem Video. Okay. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir sagen allen, sie sollen sich gefälligst aus dem anderen WLAN, das wir nicht erstellt haben, verziehen. Das machen wir mit rreplay minus minus dout. Und dann können wir hier eine Anzahl an Deauthentifikationen schicken, zum Beispiel 100 Stück. Das heißt, es wird 100 Mal gesendet, bitte nicht in das WLAN, bitte nicht in das WLAN. Und das Einzige, was dann noch mit dem Namen übrig bleibt, ist das Gefakte, sprich, man verbindet da drauf. Hier muss man auch wieder den WLAN 0 Mon angeben. Und wir sagen einfach minus minus ignore negative one, aber das braucht man nicht unbedingt. Also das hier würde reichen. Allerdings brauchen wir logischerweise noch die BSSID. Und die BSSID sollte, glaube ich, sogar da vorne dran. Die macht man mit A. Und dann geben wir hier einfach wieder das hier an. Doppelklick funktioniert besser. So, hier einfach wieder das rein, und schon ist gut. Jetzt können wir sozusagen alle rausschmeißen. Da es das Netzwerk nicht mehr gibt bei mir, weil ich gerade meins deaktiviert habe, was ich euch auch gesagt habe, brauche ich das nicht machen. Okay, jetzt müssen wir noch den Internetzugriff schaffen. Und das können wir tun, indem wir sagen, wir nutzen unser neu runtergeladenes Tool, diese Bridge Utils, BRCTL. Und dann sagen wir, ich möchte noch mal kurz vorher mit euch in iwconfig reingucken. Wir sehen, wir haben hier ein neues Netzwerk erstellt über die Bridge Utilities, beziehungsweise vor allem über Airbase haben wir das erstellt. Und jetzt müssen wir das noch irgendwie mit dem Internet verbinden. Und deswegen sagen wir hier BRCTL add bridge evil. So. Und jetzt verbinden wir das Teil hier, also AT0, mit dem, was uns tatsächlich Internet gibt. Das ist bei mir ET0. Wenn ihr über ein WLAN-Dings verbunden seid, dann nutzt bitte euer WLAN 1 oder was auch immer. Also der erste, der jetzt kommt, BRCTL add if, das heißt, der, den wir als erstes verbinden mit evil, der liefert uns sozusagen Internet. Das ist bei mir ETH0. So. Okay, das heißt, ich habe jetzt den Internetzugang mit dem Evil verbunden. Schauen wir nochmal kurz nach. Evil wird jetzt hier übrigens auch aufgelistet. Hier. Okay.
Und jetzt gucken wir noch, dass wir, also jetzt haben wir ETH 0 und Evil verbunden. Also sozusagen wie so ein Kabel reingeschoben, damit die beiden verbunden sind. Jetzt verbinden wir noch den Evil mit dem AT0, also unserem Netzwerk, was wir hier geschaffen haben. Das tun wir, indem wir sagen BRCTL, ganz easy, add if und Evil AT0. So. Und jetzt haben wir die beiden verbunden. So, jetzt passt eigentlich schon alles. Jetzt müssen wir nur noch die IP, also dem Interface eine IP geben, allen Interfaces eine IP geben, die wir benutzen. Und dann ist alles gut. Das heißt, wir sagen ifconfig und wir nehmen unser ETH0. Und Achtung, hier ist ein Leerzeichen. Also ETH0, dann 0.0.0.0 und ab. So. Jetzt hat unser Ethernet eine IP, eine vernünftige, für diese Bridge-Dingens. Und wir nutzen nochmal ifconfig und sagen AT0, wieder ein Leerzeichen, 0.0.0.0.0 und wieder ab. Okay, jetzt haben wir unserem emulierten Evil Twin auch eine IP vernünftig zugewiesen. So, und jetzt sagen wir nur noch Folgendes: ifconfig evil up. Gut. Und dann gibt es noch ein paar Settings, die manchmal ein bisschen rumspacken. Deswegen sagen wir hier DHC-Client. Ihr könnt auch DHC-Client 3 benutzen. Allerdings ist es dann eventuell ein bisschen kaputt. Also bei mir funktioniert DHC-Client, einfach ausprobieren. Evil. So. Und ja, jetzt steht hier Failed, weil ich die Settings schon alle gemacht habe. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Und ihr müsst mir jetzt quasi vertrauen. Ihr könnt es gerne bei euch mal probieren. Ich werde jetzt einfach hier mein WLAN ansetzen. So. Und jetzt bin ich verbunden. Wir sehen hier, es hat sich was eingeloggt. Das ist sozusagen mein Tablet gewesen. Ich bin verbunden. Ich kann eine Seite aufrufen. Und es ist deutlich langsamer, als wenn ich das normal machen würde. Aber was wir jetzt alles machen können, ist echt einiges. Wir können, ja, wir könnten sogar im Notfall Metasploit rüberkriegen auf das Gerät. Wir können quasi alles machen. Und genau das zeige ich euch in den folgenden Videos. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen Evil Twin kreiert und aus diesem Evil Twin können wir so ziemlich alles rausfischen, was wir so wollen. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir diesen Evil Twin ein bisschen mehr durchleuchten. Alles klar, dann bis dann. Ciao, ciao.